Viertes und letztes Video zu Furirein 11.4. Jetzt kommt also eigentlich, naja, mal ein bisschen übertrieben gesagt, keine Mathematik mehr, sondern noch so ein bisschen Rechnen mit Furirein. Ja, das ist jetzt bisher ein bisschen kurz gekommen. Ich habe eigentlich zu keinem Beispiel mal die Furierreihe ausgerechnet bisher. Außerdem habe ich überhaupt nicht mit Ihnen mit Sinus und Cosinus gerechnet. Das sollten wir auch mal tun, nicht nur mit der E-Funktion. Oft ist es, naja, zumindest anschaulicher, da wollen Sie nicht ins Komplexe gehen. Und sowas haben wir jetzt eben noch vor. Das wollen wir noch machen. Also, eine Funktion f, die eine Abbildung ist von 0, 2 Pi nach jetzt entweder c oder r, kann man schreiben, wie wir es bisher gemacht haben, als Summe, also ich schreibe mal hier hin, f gleich, ich betone vielleicht mal, dass die x-Abhängigkeit, also wo die drin steckt, also f von x gleich Summe k aus z ck, und dann habe ich geschrieben phi k, und meine phi k waren aber nicht ganz die e hoch i kx, sondern die e hoch i kx durch Wurzel 2 pi. Warum? Weil dann die, also hier selbe Summe über die ck, und hier, wenn ich schon x-Abhängigkeit andeute, dann überall. Ja, die phi k, die wollte ich orthonormal haben. Also senkrecht aufeinander, okay, das sind die e hoch i kx auch, aber auch die einzelne Funktion normiert, also die Norm von phi k ist 1. Ja, das war mein Bestreben, dass die L2-Norm von phi k, also das Integral phi k Betrag Quadrat, was ja, also die E-Funktion hat immer den Betrag 1, dann ist das 1 durch 2 pi, durch das Quadrieren, und das ist ein Integral von 0 bis 2 pi, das ist dann immer 1. Deswegen habe ich das so normiert. Okay, aber jetzt können Sie natürlich sagen, oh, jetzt ist mir das aber eigentlich unrecht. Ich möchte gern f schreiben als ck e hoch i kx, und jetzt haben wir das kleine Problem. Tatsächlich Forster und auch Walter schreiben f gerne als Summe ck e hoch i kx ohne diesen Wurzel 2 pi Faktor. Das heißt, da müssen Sie jetzt aufpassen, wenn Sie in Formeln schauen, Forster oder Walter, die Berechnung von den CKs ist also ein bisschen anders. Das nur als Warnung hier vorneweg. Aber auch als Erklärung, warum ich das mitgenommen habe. Ich wollte eben im Orthonormalsystem arbeiten. Okay, aber die andere Möglichkeit, das hinzuschreiben, ist eben, dass man sagt, f von x ist, so, und jetzt muss man leider im Reellen, weil ich fange mal hinten an, wir machen k größer gleich 1, also es geht jetzt nicht über z, sondern von 1 bis unendlich. Und dann nimmt man Cosinusterme, also Cosinus kx, und man nimmt Sinusterme, die mit bk Sinus kx. Ich habe jetzt ein bisschen gezögert, weil ich da jetzt normalerweise noch mal eine Summe davor geschrieben habe, aber ich kann auch dieselbe Summe hier nehmen. Und dann nimmt man sozusagen, das haben wir ganz am Anfang mal diskutiert, nimmt man sozusagen den k gleich 0 nochmal extra. Cosinus 0 ist 1, hat man also die a0 stehen. Das wird aber anders normiert. Da schreibt man gern a0 halbe mal der konstanten Funktion Cosinus 0 mal x. Also so hätten wir das eventuell auch gern. Dann drücken wir das also mit Cosinus und Sinus aus. Und die Frage ist jetzt, also erstens mal, kann ich jedes f so auch ausdrücken mit Cosinus und Sinus? Und zweitens mal, was sind denn dann die Koeffizienten ak und bk, wenn ich die ck habe? Ja, das wollen wir jetzt mal ausrechnen. Und das ist ganz einfach, ja? Da will ich jetzt nichts rein geheimnissen. Wir schauen uns also diese Summe an. Und was da eine Rolle spielt, ist ja immer, ich nehme jetzt mal k größer gleich 1, ist ja immer das ck e hoch i kx. Ja, was hier steht, ich lasse das Wurzel 2 pi jetzt erstmal weg. Und dann gibt es aber, weil die Summe ja aus z ist, gibt es ja auch noch den Term mit minus k, also c minus k mit e hoch minus i kx. Und diese zwei Terme, die fasse ich zusammen,
Schon allein deswegen, weil ich ja nur über die positiven, also über die natürlichen Zahlen k summieren will und nicht über alle k aus z. Ja, also ich fasse diese zwei Summanden aus dieser Summe hier zusammen. Und um die anders schreiben zu können, schreibe ich jetzt mal e hoch ikx mit Sinus und Cosinus. Also habe ich ck und dann e hoch ikx ist Cosinus kx plus i Sinus kx. Ja, ist ein bisschen schlampig geschrieben. Ja. I Sinus kx heißt es. Das war jetzt e hoch ikx ausgeschrieben mit Cosinus und Sinus, quasi mit der Definition von Cosinus und Sinus, denn Cosinus ist der Realteil davon und Sinus ist der Imaginärteil davon. Jetzt den zweiten Term plus c minus k und e hoch minus ikx schreibe ich genauso. Der Realteil ist Cosinus, jetzt eigentlich minus kx, das ist aber dasselbe wie Cosinus kx. Und beim Imaginärteil, ja, da muss ich jetzt auch das Minus nehmen, minus i Sinus kx. So habe ich die zwei Terme jetzt zusammengefasst. Und jetzt schreibe ich das, oder jetzt sammle ich die Cosinus-Terme und die Sinus-Terme. Also vor dem Cosinus kx steht jetzt ein ck plus c minus k. So oft habe ich Cosinus kx. Und wie oft habe ich Sinus kx? Ja, jetzt plus i mal und dann ck. Und hier entsteht ein minus c minus k. Ck minus c minus k Sinus kx. Und damit, auch wenn jetzt die Formel noch nicht vollständig dasteht, können Sie sich jetzt vorstellen, wenn Sie f so in ck e hoch ikx entwickelt haben und rechnen das jetzt damit um, dann haben Sie f auch in Cosinus kx und Sinus kx entwickelt. Ja, das schreiben wir jetzt hin. Was für Formeln bekommen wir? Also der Vorfaktor vor Cosinus kx ist ak. Und jetzt muss man fragen, was ist der Vorfaktor vor Cosinus kx? Na, im Wesentlichen steht er da. Also ak gleich, das ist ck plus c minus k. Das ist der Vorfaktor vor Cosinus kx. Aber wir müssen jetzt aufpassen, weil in dieser Summe steht ja ck durch Wurzel 2 pi als Vorfaktor vor der e-Funktion. Also habe ich das durch Wurzel 2 pi. Das durch Wurzel 2 pi. Das ist das ak. Jetzt schaue ich mal, ob ich mich verrechnet habe. Genau, nee, so stimmt es. Und genauso bk. Bk ist der Vorfaktor vor Sinus. Der Vorfaktor vor Sinus steht hier und ich darf das Wurzel 2 pi nicht vergessen. Also ist das i durch Wurzel 2 pi ck minus c minus k. Und man muss halt immer aufpassen, dass das a0 eine Sonderbedeutung hat. a0, das ist sozusagen a0 halbe, ist das c0 durch Wurzel 2 pi. Also a0 ist nicht c0 durch Wurzel 2 pi, sondern 2 durch Wurzel 2 pi c0. Dass man das a0 hier so anders definiert, ganz kurzer Ausflug, das können wir uns jetzt hier in diesem Video leisten, liegt daran, dass wenn Sie Cosinus kx Quadrat integrieren, was kommt dann raus? Also ich merke es mir mal so, Cosinus kx Quadrat, das ist wie Cosinus, schwankt aber zwischen 0 und 1 hin und her. Ja, das ist wie so ein Cosinus, der von der Amplitude halbiert wird und nach oben geschoben ist. Und der Mittelwert ist 1/2. Und deswegen ist es 1/2 mal Länge des Intervalls. Können Sie natürlich jetzt auch präzise mit partieller Integration ausrechnen, aber so etwas Ähnliches hatten wir schon mal. Also 1/2 mal Länge des Intervalls, also Pi. Während aber das Integral von Cosinus 0x, also ich habe hier, bin ja davon ausgegangen, dass k ungleich 0 ist,
Das ist, naja, das ist 1 und das integriert ist 2 Pi. Es ist also das Doppelte. Das heißt, die Kosinusfunktionen, die sind sozusagen in L2 normiert auf, haben alle die L2-Norm Quadrat Pi. Sinus hat auch L2-Norm Quadrat Pi, aber die 1 hat halt L2-Norm Quadrat 2 Pi und deswegen nimmt man da A0 halbe. Das ist dann für manche Formeln eben günstiger. Aber richtig schön werden die Formeln sowieso alle nur, wenn sie CK mal Orthonormalbasis machen. Das ist das Hinweis. Ja, also ich rechne jetzt lieber rückwärts auf diese Sachen, aber das steht jetzt komplett da. Also die Koeffizienten haben Sie jetzt hier. Also wir haben jetzt, lassen Sie uns nochmal durchgehen, was wir jetzt wirklich erreicht haben. Gegeben eine Funktion f, die, machen wir ruhig, nach c geht. Die können wir, das haben wir in den Kapiteln, also sozusagen in Videos 1, 2, 3 nach und nach aufgebaut, die können wir so schreiben. Aber dann können wir sagen, ja, wenn wir AK und BK und auch A0 so definieren, dann ist diese Zeile einfach gleich der. Dann haben wir also bewiesen, jede Funktion f in L2 lässt sich so schreiben mit Koeffizienten AK, BK wie hier. Und es gelten auch Aussagen wie die punktweise Konvergenz in jedem Punkt, wo f eine Stetigkeitsbedingung erfüllt oder so. Überträgt sich natürlich genauso, denn es ist einfach genau derselbe Ausdruck. Ja, die Folge der Partialsummen ist einfach identisch mit dieser Folge der Partialsummen. Die hier haben ein bisschen den Vorteil, sozusagen, wenn das f eine reelle Funktion ist, dann bekommen Sie hier auch reelle Faktoren AK und BK. Und das sehen wir jetzt an der nächsten Formel, denn was wir jetzt auch noch machen wollen, ist, ja, was ist denn die Formel für AK? Ja, das können wir jetzt einfach rückwärts damit rechnen. Machen wir das mal. Also 1 durch Wurzel 2 Pi und dann gibt es da CK plus C minus K. Die CKs, die haben ja eine einfache Formel, deswegen habe ich ja diese Normierung gewählt. CK ist das f getestet mit dem Phi K. Also steht hier Integral 0 bis 2 Pi f von x und jetzt e hoch wegen quer im zweiten Argument minus ikx durch Wurzel 2 Pi, weil das das Phi K ist, dx. Das ist das CK. Es ist einfach das Skalarprodukt von f mit der Kartenbasisfunktion. Und jetzt kommt plus c minus k plus, und das mache ich noch unter das Integral, dann spare ich mir ein bisschen Schreibarbeit, plus c minus k, ach, das f ist ja genau dasselbe, das kann ich mir also auch noch sparen. Also bei minus k gibt es jetzt hier ein e hoch plus ikx, aber auch Wurzel 2 Pi, einfach weil ich das k durch minus k ersetzen muss. Und jetzt sehen Sie, dass da ein schöner Ausdruck entsteht, denn e hoch ikx, das ist meine Nebenrechnungsblase, e hoch ikx plus e hoch minus ikx ist komplexe Zahl plus ihr Konjugiert Komplexes. Das gibt den Realteil, naja, fast, es gibt zweimal den Realteil. Also zweimal Cosinus kx. Ja, der Realteil davon ist Cosinus kx nach Definition von Cosinus. Komplex plus Konjugiert Komplexe, nehmen Sie einmal die komplexe Zahl, einmal das Gespiegelte, dann fällt genau der Imaginärteil weg, kriegen zweimal den Realteil. Also steht da einfach zweimal Cosinus kx. Und mit etwas Glück kriegen wir jetzt genau die richtige Formel. Also durch 2 Pi. Ja, steht ja noch ein 1 durch Wurzel 2 Pi davor. Also 1 durch Wurzel 2 Pi multipliziert sich, gibt ein 1 durch 2 Pi, aber dann mal 2, also 1 durch Pi. 1 durch Pi Integral f von x Cosinus kx dx. Aha. Und das ist eine sehr schöne Formel, das mache ich jetzt mal wieder weg, weil das die Schönheit der Formel ein bisschen stört. Oder ich verschiebe es mal. Das ist 1 durch Wurzel 2 Pi Cosinus kx und ein Zweier, weil das zweimal Realteil ist. Also jetzt steht diese Formel schöner. AK ist 1 durch Pi f mal Cosinus. Und
Dass es innen so aussieht, ist in gewisser Weise klar, weil die Basisfunktionen, reell betrachtet, sind eben Cosinus und Sinus. Die stehen auch orthogonal aufeinander. Und da können Sie jetzt also sozusagen die Hilbert-Raumtheorie könnten Sie jetzt auch mit Cosinus und Sinus machen. Ja, die stehen orthogonal aufeinander und deswegen können Sie in die entwickeln. Und der einzelne Vorfaktor, der ergibt sich eben, indem Sie das Skalarprodukt damit nehmen. Also das Skalarprodukt von f mit Cosinus gibt Ihnen diesen Vorfaktor. Also jetzt sehen wir nicht nur, wie Sie sozusagen über den Umweg, indem Sie erst ck berechnen und dann diese Formel nehmen, wie Sie an das ak kommen, sondern auch direkt einfach mit Cosinus multiplizieren und richtigen Vorfaktor nehmen. Genau, daran sehen Sie auch, dass wenn das f reell ist, dann ist das alles ein reeller Ausdruck. Reelle Funktion mal reeller Funktion. Ja, es wird ja von 0, 2 Pi integriert, also x ist immer reell. Genau, reell mal reell ist reell, das ist ein reeller Koeffizient. Und die bk sind natürlich dann genauso. Die sind, ich schreibe es mal erstmal ab, was ich jetzt raten würde, f von x sinus kx dx, auch mit 1 durch Pi. Ich schaue mal lieber nach, genau. Und aufpassen muss man immer nur mit a0, da habe ich jetzt die Formel leider nicht dastehen. Ja, also, dann schauen wir es uns nochmal an. a0 ist 2, ich rechne es also neu, 2 durch Wurzel 2 Pi c0, aber c0 setze ich ein. c0 ist Integral f mal e hoch 0, also f mal die 1-Funktion. Dann ist es also, ja, ich denke, es ist, nee, es, nein, das stimmt nicht, Entschuldigung. Die nullte Basisfunktion phi 0 ist zwar e hoch 0, also 1, aber die wird natürlich noch normiert auf, indem sie durch 2 Pi, Wurzel 2 Pi geteilt wird. Ja, es kam jetzt komisch vor, da kann ich plötzlich eine Wurzel Pi auftauchen. Dann entsteht also hier wieder 1 durch 2 Pi, 2 fällt weg, 1 durch Pi Integral f, was ja übrigens auch Integral f mal 1 ist, aber 1 ist Cosinus 0x. Ja, dann stimmt in der Formel sozusagen wieder das Bild. F wird mit Cosinus 0x multipliziert, mal 1 durch Pi gibt den richtigen Koeffizienten a0. Also Sie sehen, man kommt um diesen Faktor 1,5 nicht drum herum in gewisser Weise. Man definiert ihn entweder in die Entwicklung hinein oder man hat halt in der Formel für das a0 hat man dann einen Faktor, dass es da nicht f mal Cosinus ist, sondern noch mit dem Faktor 1,5 oder mit dem Faktor 2. Gut, jetzt haben wir die also ineinander umgerechnet und ich brauche ein bisschen Platz. Aber ich erwähne vielleicht ganz kurz, dass Sie natürlich das auch umkehren können. Ja, also wenn Sie lieber reell rechnen und Sie haben sich die AKs jetzt so beschafft, dass Sie f mit Cosinus multipliziert haben und die bk haben sich beschafft, dann können Sie natürlich die ck daraus auch ausrechnen. Ja, wie macht man das? Nur mal so als kleiner Hinweis. Ck ist, ich muss ja nur, ak enthält ein ck, aber leider auch ein c minus k. bk enthält auch ein c minus k. Wenn ich bk mit i multipliziere, dann steht da auch plus c minus k. Also muss ich minus i mal bk. Also ich bilde sowas wie ak minus i mal bk. Wenn ich das hier bilde und ich setze da von da oben ein, gibt es hier ein c minus k und hier ein i mal i gibt minus 1, also plus, aber da steht minus c minus k, also gibt es hier c minus k minus c minus k und das c minus k fällt weg. Es bleibt also zweimal das ck übrig und dann muss ich natürlich durch 2 teilen wegen dieses zweimal ck und mit Wurzel 2 pi multiplizieren. Das nur so als Beispiel, dass Sie mit diesen Formeln für ak und bk natürlich sofort sich auch die ck beschaffen können. Das ist jetzt für k größer gleich 1. Ja, und die für k negativ müssen Sie halt das c minus k sich beschaffen. Okay,
Das war es jetzt also zum Umrechnen ins Reelle. Und dann können wir jetzt als nächstes noch ein Beispiel machen. Aber bevor ich das alles wische, möchte ich nochmal das Wesentliche betonen. Im Reellen entwickeln Sie in Cosinus-Kx-Terme und Sinus-Kx-Terme. Und die Vorfaktoren, die ergeben sich, indem Sie das f mit Cosinus-Kx multiplizieren und integrieren. Also in kompletter Analogie. Und alle Beweise sind, also alle Aussagen über Konvergenz sind ein Korollar aus dem, was wir im Komplexen bekommen haben. So, ich mache mit Ihnen jetzt noch ein Beispiel dazu. Ein Beispiel ist zwar wenig, aber lassen Sie uns lieber dieses Beispiel gründlich machen. Dann ist es sehr illustrativ und Sie üben ein bisschen, wie man damit rechnen kann. Und zwar, die nenne ich jetzt mal H, die Sägezahnfunktion. Also, ich möchte mit Ihnen diskutieren, was passiert, wenn wir das, was immer f war, ist jetzt mal ein h, das h gleich x minus pi oder pi minus x aus irgendeinem Grund, aber das ist jetzt wie Forster, pi minus x halbe. Also das ist das h von x. Illustrieren wir das mal. Hier ist das Intervall 0 bis 2 Pi. An der Stelle Pi ist die Funktion H0. An der Stelle 0 ist die Funktion Pi halbe. Und an der Funktion 2 Pi ist die Funktion minus Pi halbe, also die Höhe. Und dann muss jetzt eine Gerade werden, dann geht die so gerade runter. So, warum nenne ich die Sägezahnfunktion? Ist überhaupt nicht einzusehen. Naja, was Sie immer auch im Hinterkopf haben sollten, wenn wir die Funktion hier entwickeln, ja, also das ist die Funktion h, und die Funktion h ist irgendwie so eine Summe, ich nenne die jetzt mal ck-Schlange, obwohl, nein, ich will sie nicht verwirren, ist so eine e hoch i kx, bis auf diese Normierung, ist so eine e hoch i kx Summe. Was eine Beobachtung, die ich noch nie so klar ausgesprochen habe, fürchte ich, während dieser drei, vier Videos, was für ein Verhalten hat e hoch i kx? Wenn Sie x um 2 Pi vergrößern, dann vergrößern Sie k mal x um ein Vielfaches von 2 Pi. Klar. Wenn Sie aber um ein Vielfaches von 2 Pi das Argument der e-Funktion verändern, also der komplexen, dann ja, gehen Sie halt noch ein Vielfaches von, also das Vielfache k, noch laufen Sie um den Kreis herum, aber die e-Funktion ist dann dasselbe. Das heißt, diese Funktion, die ist 2-pi-periodisch. Jeder einzelne Summand ist 2-pi-periodisch und damit ist auch die Summe 2-pi-periodisch. Das heißt, Sie können das immer dann interpretieren als eine Approximation der periodischen Fortsetzung. Also, ich setze es jetzt periodisch fort. Hier geht es jetzt wieder oben los. Hier ist dann 3pi. Und auch links wird es periodisch fortgesetzt. Also ab und zu sollten Sie sich bei den Fourier-Reihen wirklich klar machen, dass man von periodischen Funktionen reden muss. Wir hatten es schon mehrfach bei der Regularität am Rand. Wenn Sie einfach nur eine Funktion auf dem Intervall 0, 2 Pi der Güte L2 haben, kann Ihnen das egal sein. Die Fortsetzung ist dann auch wieder L2. Aber oft ist eben das eine gute Interpretation. Und wie gesagt, wenn Sie die hier im Intervall dargestellt haben, dann haben Sie auch eine Funktion auf ganz R gewonnen, die aber 2-pi-periodisch ist. Da haben Sie also sozusagen die periodische Fortsetzung automatisch bekommen. Und die muss ich aber hinmalen, die periodische Fortsetzung, sonst sehen Sie nicht ein, warum die Sägezahnfunktion heißt. Ja, das ist also wie bei der Säge irgendwie diese Sägeblätter, jetzt weiß ich nicht, wie rum man sägt. Wahrscheinlich sägt man, wenn man die so zieht, wenn hier unten das Metall ist. Aber wie auch immer. Okay, das nur zum Namen. Und für die wollen wir uns jetzt die CK beschaffen. Also ich möchte es komplex und reell rechnen, einfach damit wir da möglichst auch lernen, wie die zwei Dinge zueinander passen. Also das CK ist jetzt gemeint, ist natürlich CK von H, ist also, ich schreibe es vielleicht nochmal so, wie es im Hilbertraum-Setting immer war, das H wird Skalarprodukt
Das Skalarprodukt wird gebildet mit Phi k. Also es wird gebildet das Integral 0 bis 2 Pi h von x und jetzt e hoch i k x, aber mit einem Minuszeichen, weil ich ja ein Quer hinten mache. Und Wurzel 2 Pi leider noch dx. Dieses Ding müssen wir ausrechnen. So, und jetzt, das war alles noch abstrakt, aber jetzt setze ich das h ein. Ich habe jetzt hier eine ganz konkrete Funktion. 0 bis 2 Pi, vielleicht nehme ich dieses lästige 1 durch Wurzel 2 Pi mal nach vorne. Und dann habe ich hier stehen h von x e hoch minus i k x dx. Nein, ich wollte jetzt das h ja einsetzen. Das h ist Pi minus x halbe. Okay, was mache ich damit? Naja, es ist eigentlich ziemlich klar. Da ist eine affinlineare Funktion und die kann ich differenzieren. Dann wird sie zu was Konstantem und das ist gut. Also differenziere ich diese Funktion und ich integriere diese Funktion. Diese Pfeile deuten immer an, hier wird partielle Integration betrieben. Eins wird differenziert, eins wird integriert. So, mal schauen, ob mir es auf Anhieb gelingt. Also 1 durch Wurzel 2 Pi schreibe ich ab. Und dann habe ich einen Term, der geht los, ich mache mal eine große Klammer. Der eine Term ist, ich muss ein Minus schreiben, wieder Integral 0 bis 2 Pi schreiben. Jetzt differenziere ich die, das gibt ein Minus 1 halb. Ah, jetzt mache ich das Minus weg, gibt 1 halb. Und integriere die, da muss ich geteilt durch 1 durch Minus i k schreiben. 1 durch minus ik und dann e hoch ikx und dann dx. Okay, was ist e hoch ikx integriert? Können wir gleich mal überlegen, obwohl jetzt erstmal ja noch ein zweiter Term kommt. Ja, die e-Funktion integriert, jetzt können Sie entweder sagen, integriere ich nochmal auf, geht nochmal 1 durch ik als Vorfaktor davor und dann muss ich in e hoch ikx die Grenzen einsetzen. Kommt bei beiden Grenzen aber dasselbe raus, kommt also 0 raus. Sie können auch ein bisschen geometrischer vorgehen, Sie können sagen, e hoch ikx, das ist die Funktion, die hat im Komplexen diese Werte und wenn ich die alle mittle, alle integriere, kann auch 5 mal rumlaufen, wenn ich die alle integriere, kommt 0 raus, weil im Mittel dreht es sich ja nur um die 0. Also dieses Ding ist 0, nur um zu sagen, die Rechnung wird einfach. Und jetzt kommen die Randterme, da müssen wir also jetzt zweimal das Aufintegrierte nehmen. Also wir lassen da die Funktion stehen, Pi minus x halbe. Dort nehmen wir das Aufintegrierte, also 1 durch minus ik und dann e hoch minus ikx. Und da diesen Ausdruck, machen wir die Klammern so, damit klar ist von wo nach wo, da müssen wir x gleich 0 einsetzen und x gleich 2 Pi. Und jetzt ist die Klammer zu, die ich mir gemacht habe, damit ich das 1 durch Wurzel 2 nicht 2 Pi nicht nochmal schreiben muss. Also 1 durch Wurzel 2 Pi. Und warum kommt jetzt hier überhaupt was raus? Na, das liegt daran, dass ich ja einmal x gleich, fangen wir mal oben an, 2 Pi setze, dann steht hier ein minus Pi. Ja? Pi minus 2 Pi ist minus Pi. Also minus Pi halbe. Schreibe ich das mal hin, minus Pi halbe. Dann schreibe ich das ab, 1 durch minus ik. Und jetzt e-Funktion in 2 Pi ist 1. Auch in allen Vielfachen von 2 Pi ist das 1. Gut. Und dann kommt x gleich 0, da kommt genau dasselbe raus, aber im umgekehrten Vorzeichen, weil jetzt hier statt minus Pi plus Pi steht, Pi minus 0. Also plus Pi. Dann kriege ich hier ein mal 2. So, es vereinfacht sich also, der Zweier fällt weg. Das Minuszeichen fällt weg. Der 2 durch Wurzel 2 ist Wurzel 2 und Pi durch Wurzel Pi ist Wurzel Pi. Also ich würde mal sagen, Wurzel 2 Pi ist jetzt im Zähler 1 durch IK. Also wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann ist Wurzel 2 Pi durch, also im Skript habe ich jetzt durch 2 IK stehen, habe ich mich irgendwo verrechnet.
Das sehe ich jetzt im Moment nicht, aber wir überprüfen es ja gleich. Ich sehe dann gleich noch, was rauskommt. Ja, das habe ich 1 durch Wurzel 2 Pi habe ich geschrieben. Pi halbe, das habe ich. Den Term gibt es dann zweimal. Ah, also 1, 2 habe ich schon mal gesehen. Also hier ist 2 durch 2 Pi durch Wurzel Pi. Kann ich nicht wegstreichen, aber gibt einen Wurzel Pi. Aber der 2 ist jedenfalls im Nenner. Wurzel Pi durch Wurzel 2. 1 durch IK. Mal schauen, ob ich jetzt. Ja, Wurzel Pi durch Wurzel 2 durch IK. Das kommt raus. Also jetzt haben wir den Fourier-Koeffizienten. Jetzt berechnen wir uns die Koeffizienten reell. Also reell. Da möchte ich jetzt vor allem mal die BKs ausrechnen. Also ich könnte BK. Ich habe die Formel jetzt noch im Kopf, weil wir es gerade gemacht haben. 1 durch Pi war der Vorfaktor. Wir reden natürlich jetzt von h von x, Sinus kx, dx. So, und das könnte ich jetzt nochmal rechnen, wieder mit partieller Integration. Ich differenziere h, ich integriere Sinus kx auf, das gibt dann Cosinus und dann setze ich da die Grenzen ein und so weiter. Dann komme ich auf irgendwas. Oder. Also kleine Übungen, Sie machen das dann so, um das zu vergleichen. Oder ich verwende die Formel, dass das BK im Wesentlichen sowas wie CK minus C minus K. Und jetzt muss ich ein bisschen nachschauen. Also so ungefähr ging das los, was wir jetzt auf der letzten Tafel noch hatten. CK minus C minus K und dann ein I davor und ein durch Wurzel 2 Pi. Und ja, damit ich jetzt nicht dieselbe Rechnung nochmal mache, mache ich es jetzt mal so. Also CK ist, ich schreibe mal ab, was da unten steht. CK ist Wurzel Pi durch Wurzel 2, 1 durch IK. Das setze ich jetzt ein. Das I fällt zum Glück weg. Schön. Das i fällt weg, also ich sage zum Glück, warum? Weil ich ja haben möchte, dass die Koeffizienten reelle Funktionen mal reelle Funktionen, das sollen bitte reelle Koeffizienten sein. Und das Wurzel Pi fällt weg und 1 durch Wurzel 2 mal 1 durch Wurzel 2 gibt ein halb. Also würde ich sagen, es ist nur noch ein halb übrig und 1 durch k minus 1 durch minus k von den zwei CK-Koeffizienten. Jetzt ist aber, also minus mal minus gibt plus. Das ist also 2 mal 1 durch k, das heißt, das ist einfach 1 durch k. Ja, das ist also eine wirklich schöne Formel. So, jetzt machen wir die AK. Für die AK gibt es jetzt gleich drei Möglichkeiten. Die erste, Sie nehmen h mal Cosinus kx und integrieren. Und dann kommt irgendwas raus. Die zweite ist, Sie nehmen diese Formel, wie Sie AK aus CK plus C minus K nehmen. Da können Sie jetzt schon raten, was rauskommt, denn CK plus C minus K wird sicher 0 geben. Es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, und die muss ich jetzt mal dringend erwähnen, weil sie bisher nicht vorkam in den Videos. Wenn Sie so eine Funktion nehmen und multiplizieren jetzt mit Cosinus-Funktion, ich nehme jetzt mal Cosinus 2x, also ich versuche hier wieder bei 1 zu sein. Und hier wieder bei 1. Ja. So sieht Cosinus 2x in etwa aus. Die Höhe, naja, ist gar nicht so ganz verkehrt, ist jedenfalls darunter. Cosinus 2x nur mal so als Beispiel. Ich zeichne das jetzt tatsächlich auch mal nach links. Denn da muss ich jetzt hier wieder bei 1 sein. Denn was hier rechts passiert, in der rechten Hälfte unseres eigentlichen Intervalls, also von Pi bis 2 Pi, das kann ich auch hier sehen. Ja, und das ist symmetrisch. Also in diesen zwei Intervallen sehen die zwei Sachen genau gleich aus. Das h sieht gleich aus, weil wir es periodisch fortgesetzt haben.
Und Cosinus ist halt auch periodisch. Also statt hier und hier hinzuschauen, kann ich auch hier und hier hinschauen. Das mache ich jetzt und sage, aha, bezüglich der Null ist die h-Funktion genau rechts das Negative vom Linken oder links das Negative vom Rechten. Also die ist ungerade. H von x gleich minus h von minus x. Aber Cosinus ist symmetrisch. Bei dieser Funktion ist bei minus x genau dasselbe wie bei plus x. Das heißt, die Beiträge hier, die, wenn die positiv sind, positiv mal positiv, diese Beiträge von rechts, die kommen links auch, aber genau mit dem umgekehrten Vorzeichen, weil der Cosinus zwar genauso aussieht, aber die h-Funktion genau umgekehrt ist. Und deswegen ist das Produkt von h dieser, ja, wenn Sie es fortgesetzt haben, dieser antisymmetrischen Funktion oder ungeraden Funktion h mit der geraden Funktion Cosinus ist 0. Das ist ein Argument, was sehr häufig auftaucht, dass man Symmetrien anschauen kann der Funktion, die man Fourier transformieren will, und von Cosinus und Sinus. Und dann kriegt man Eigenschaften. Und in dem Fall eben, dass ak gleich 0 ist. Für alle k übrigens auch für k gleich 0, denn dann multiplizieren wir h mit der konstanten Funktion 1, gibt auch 0. Okay, wir haben also alle Koeffizienten, also können wir h darstellen. H von x ist Summe k gleich 1 bis unendlich. Jetzt kommt die bk, das sind 1 durch k Sinus kx. Also wirklich eine wunderbare Darstellung der Funktion. Wir können jetzt nochmal an die abstrakte Theorie denken. In welchem Sinne gilt es? Es gilt in dem Sinne, dass das im Raum L2 konvergiert. Außerdem konvergiert aber in jedem Punkt, in dem h differenzierbar ist, und das ist jeder außer der 0 und 2 Pi, in jedem anderen Punkt konvergiert diese Reihe auch noch punktweise gegen h. Also eine wirklich sehr schöne Formel. Und damit haben wir diese Sägezahnfunktion dargestellt. Also das wird mir jetzt wahrscheinlich nicht so ganz gelingen, aber ich versuche nochmal anzudeuten, dass sie eben tatsächlich, also die Kosinuskurven kommen nicht vor in der h-Funktion, aber die Sinuskurven kommen vor. Und zwar nehmen sie eben Sinus x, nehmen sie einmal und dann nehmen sie Sinus 2x. Ah, das ist schon misslungen, das muss hier durch Pi gehen. Dann nehmen Sie Sinus 2x, nehmen Sie ein halbes Mal. Und dann nehmen Sie Sinus 3x, jetzt sieht man dann sowieso nichts mehr. Dann nehmen Sie Sinus 3x ein Drittel Mal. Und wenn Sie die Funktionen alle addieren, dann kommen Sie genau auf diese Funktion. Sieht wild aus. Ich finde es faszinierend. Also da können Sie auf Wikipedia auch mal schauen. Da sehen Sie Bilder, die dann qualitativ so aussehen. Das ist die Sägezahnfunktion. Und wenn Sie diese Reihe, sagen wir mal, abbrechen bei 5, dann sieht diese Funktion, die ich jetzt hier hinschreibe, halt ungefähr so aus. Also sie startet bei 0, aber klar, weil alle Sinuskurven bei 0 starten, aber dann approximierte das gut und dann sieht es irgendwie vielleicht so aus. Ja, das ist jetzt. Dieses Gewählte ist diese Funktion, wo ich abgeschnitten habe nach 5 Sinuswellen und die approximiert dann diese Funktion, diese Sägezahnfunktion schon ganz gut. Qualitativ irgendwie so. Gut, und ganz zum Abschluss möchte ich jetzt noch, in diesem Beispiel, möchte ich jetzt noch mit Ihnen die Bessel-Gleichung anschauen. Die Bessel-Gleichung, die lautet, dass die H2-Norm, Quatsch, weil ich ein H geschrieben habe, die L2-Norm von H, gibt auch den Raum H2, kam jetzt nicht ganz aus dem Nichts, die L2-Norm von H, dass ich die rausbekomme als die Klein-L2-Norm der Koeffizienten. Und diese Relation möchte ich mit Ihnen jetzt nochmal anschauen. Also das ist ja eine Tatsache, das wissen wir, dass die Bessel-Relation gilt, die Normgleichheit im Funktionenraum und im kleinen L2-Raum. Aber das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist jetzt eine etwas lästige Rechnung. Die CK haben nämlich eine unschöne Formel. Die CK-Betragquadrate sind nämlich was? Also Quadrat wird wenigstens ein bisschen besser. Das I ist weg
Und es steht da Pi halbe und dann 1 durch k Quadrat. Ja, und da ich gerne die Summe 1 durch k Quadrat ausrechnen würde, schreibe ich es mal so hin. K gleich 1 bis unendlich. Ja, das ist eine Summe, die Sie nicht elementar bekommen. Wir hatten die Summe, also 1 durch k divergiert ja. Wir hatten dann mal sowas Ähnliches, nämlich 1 durch, na, das ist 1, 1 durch k mal k minus 1. Da kriegt man dann eine Teleskopsumme irgendwie hin. Das kann man explizit ausrechnen, aber 1 durch k Quadrat ist schwierig auszurechnen. Da muss man wirklich irgendwas Smartes reinstecken. Irgendwie differenzieren unter dem Integral oder irgend sowas. Ja, wir machen das jetzt mit Fourier rein. Also 1 durch k Quadrat hat ja viel damit zu tun, wie wir hier sehen. Das ist 2 durch Pi. Ja, Summe der ck Quadrate. Und ich schaue mal ganz schnell, ob ich das bis hierhin schon mal richtig habe. Ja, fast. Genau, also das stimmt. Aber hier habe ich jetzt die Summe k gleich 1 bis unendlich. Und das heißt, ich habe hier auch nur die Summe 1 bis unendlich. Ich hätte aber gern k aus z. Wenn ich k aus z nehme, habe ich das jetzt aber gerade verdoppelt, also muss ich hier durch 2 teilen. So, ich hoffe, das stimmt dann auch. 1 durch Pi, ja. Ja, also der eine Zweier kommt von hier. Der zweite Zweier kommt daher, dass ich jetzt jedes ck ja zweimal nehme, statt nur einmal. Sozusagen, ja, ck und c minus k. Gut. Und jetzt nehme ich Bessel. Also an dieser Stelle kommt unsere Theorie rein, Hilbertraumtheorie. Das ist also 1 durch Pi schreibe ich ab. Und die Summe der ck-Quadrat ist die L2-Norm-Quadrat von h. Aber die können wir ja ausrechnen. Das ist also 1 durch Pi. Und dann nehmen wir h. H ist diese Funktion Pi minus x halbe. Die müssen wir jetzt quadrieren und aufintegrieren von 0 bis 2 Pi. Das ist einfach die L2-Norm von h. H steht hier. Pi minus x halbe. Quadrieren, aufintegrieren. Sie könnten jetzt sagen, für die L2-Norm muss ich Betrag Quadrat nehmen, aber es ist ja einfach dasselbe. Normalerweise wäre ich der Erste, der Betrag Quadrat schreibt, aber jetzt sieht es dann doch anschaulicher aus, wenn ich dabei bleibe. Jetzt rechne ich erstmal 2 Quadrat, rechne ich aus, das ist also 1 durch 4 Pi. Na, hoffentlich geht das alles gut. Ja, sieht gut aus. Also 1 durch 4 Pi wegen dieses Zweiers. Und jetzt nehme ich die Stammfunktion. Ich kann ja auch hier x minus Pi schreiben. Ja? Dann sehen Sie noch besser, da steht x minus Pi Quadrat. Die Stammfunktion ist x minus Pi hoch 3 Drittel. Okay, da sind wir uns einig. Das, wenn wir das differenzieren nach x, kommt x minus Pi Quadrat. Und der Dreier kürzt sich weg. Kommt raus. Das muss also in Grenzen 0 bis 2 Pi nehmen. Und jetzt setzen wir 2 Pi ein. Dann steht hier 2 Pi minus Pi Pi, Pi hoch 3, aber ein Pi fällt weg. Also Pi Quadrat. Und dann durch 12. Und wenn ich jetzt 0 einsetze, dann steht hier wieder Pi hoch 3. Aber mit dem anderen Vorzeichen. Ja, also es steht genau dasselbe, aber mit dem anderen Vorzeichen, also wenn ich jetzt Minus in der 0 eingesetzt, dann verdopple ich das Ganze. Also mal 2. Also Pi Quadrat Sechstel. Sehr schön. Pi Quadrat Sechstel, das haben Sie sicher schon mal gesehen. Summe 1 durch k Quadrat ist Pi Quadrat Sechstel. Geht also mit Fourier rein. Ziemlich einfach. Nein, man muss auf den Trick kommen, dass man jetzt ausgerechnet die Sägezahnfunktion sich mal in eine Fourierreihe entwickelt und sich dann die Bessel-Relation anschaut für diese Sägezahnfunktion. Aber wenn man auf diese Idee kommt, dann kriegt man also hier diese sehr, sehr coole Relation. 1 durch k Quadrat summiert gibt Pi Quadrat Sechstel. Gut,
Ich hatte noch vor, was zu Symmetrien zu sagen, aber ich denke, ich belasse es bei dem, was ich hier zwischendurch gesagt habe. Bitte merken Sie sich, wenn Sie eine Funktion haben, ich rede jetzt mal so, aber Sie sehen ja, das ist quasi äquivalent. Ich rede mal so, als würden wir jetzt Fourier-Transformation von minus Pi bis Pi machen. Wenn die Funktion von minus Pi bis Pi ungerade ist, also antisymmetrisch, ja, links ist genau das Negative von rechts, dann ist immer die Multiplikation mit Kosinusfunktionen 0, weil die Kosinusfunktionen gerade sind. Dann sind alle AKs gleich 0. Und umgekehrt, wenn die Funktion symmetrisch sein sollte, ja, im Foster können Sie sich mal anschauen, da ist noch das Beispiel der Funktion, die so aussieht, auf dem Intervall 0, 2 Pi, also periodisch fortgesetzt dann so. Wenn Sie die entwickeln, die ist jetzt symmetrisch bezüglich der 0. Und dann ist immer, wenn Sie mit Sinus der antisymmetrischen Funktion multiplizieren, kommen 0 heraus. Das heißt, diese Funktion entwickelt sich nur in Kosinusfunktionen. Ja, sowas sollten Sie mal auf dem Schirm haben, damit kann man sich oft Rechnungen vereinfachen. Ah, eine Kleinigkeit brauchen wir dann doch noch. So, eine Sache zu Symmetrien und sowas muss ich noch sagen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Funktion, die lebt auf dem Intervall 0 Pi. Irgendeine Funktion, sagen wir mal so eine Funktion. Die Berge-Funktion, die Drei-Berge-Funktion. Dann können Sie, jetzt können Sie sagen, oh, die ist jetzt auf 0 Pi definiert, jetzt habe ich keine Ahnung, wie Fourier-Transformation geht. Naja, Sie können natürlich die Funktion jetzt strecken, ja, also auf ein Intervall 0, 2 Pi, indem Sie immer sagen, die Funktion von x ist die alte Funktion von 1/2 x. Ja, einfach so auseinanderziehen. Und dann entwickeln Sie die neue Funktion. Oder Sie entwickeln eben in, ja jetzt nicht, ich schreibe es mit Sinus, Cosinus irgendwie anschaulicher. Also AK, und dann haben Sie halt Cosinus 2KX und BK Sinus 2KX. So können Sie es entwickeln. Einfach, weil also die Summe ist eigentlich über andere Ks, weil Sie ein A0 noch haben. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Also Sie können so entwickeln. In Sinus und Cosinus wählen da rechts. Sie können aber auch was anderes machen. Sie können auch diese Funktion erstmal spiegeln nach links. Machen wir das mal. Also Sie machen jetzt die umgedrehte Drei-Berge-Funktion. Und hier ist jetzt minus Pi. Jetzt ist die antisymmetrisch fortgesetzt. F-Schlange, antisymmetrische oder ungerade Fortsetzung auf das Intervall minus Pi, Pi. Und das können Sie entwickeln. Das lebt jetzt sogar wirklich auf dem Intervall der Länge 2 Pi. Wunderbar. Also F-Schlange ist irgend sowas, ganz, völlig andere Entwicklungskoeffizienten natürlich. AK-Schlange, Cosinus Kx plus Summe BK-Schlange, Sinus Kx. Okay, das kann ich ja jetzt einfach machen. Ja. Ich setze ungerade fort und entwickle dann auf dem Intervall minus Pi bis Pi. Wenn Sie das machen, dann schlägt jetzt das zu, was ich ja gerade erzählt habe. Dann haben Sie eine antisymmetrische Funktion, eine ungerade Funktion. Wenn die Cosinus trifft, dann ist es, kommen die AK-Schlange alle als 0 raus. Das heißt, das ist eine Entwicklung in Sinusfunktionen. Ja, okay, also die Funktion, diese ungerade Fortsetzung, die können Sie in Sinusfunktionen entwickeln. Also haben Sie auch auf der rechten Seite, ja, jetzt schaue ich mir das F-Schlange nur hier rechts an. Und da rechts ist das F-Schlange ja F. Also das F ist auch ein BK-Schlange Sinus Kx. Und das finde ich wirklich faszinierend und hat mir schon schlaflose Nächte bereitet. Wie kann denn das sein? F ist einerseits entwickelbar, da rechts in Cosinus und Sinus. Und wir wissen, im Allgemeinen brauchen wir auch Cosinusterme. Die Cosinusterme sind nicht null.
Andererseits ist es auch entwickelbar mit anderen Koeffizienten, in Sinus-Kx. Große Verwirrung, ja? Eindeutigkeit der Darstellung. Wie kann das sein? Ja, und die Auflösung liegt eben darin, was ich ein bisschen, naja, so sehr versteckt habe ich es jetzt gar nicht. Ja? Ja, das wird in Cosinus und Sinus entwickelt, aber sozusagen nur 2kx. Also um ein Beispiel zu geben, bei dieser Sinus-Kx-Welle, da ist k gleich 1 drin und k gleich 1 ist dieser Sinusbogen, den Sie hier auch sicher gebrauchen können für die Drei-Berge-Funktion. Ja, dieser Sinus 1x ist hier dabei, den können Sie verwenden als Basisfunktion. Der ist hier nicht dabei. Das ist jetzt nur eine Funktion, die nicht dabei ist, die mit drei Höckern, also mit drei, Sie wissen, was ich meine, zwei Maxima, ein Minimum, die ist auch hier dabei, aber hier nicht dabei, okay? Weil 2k eben nie 3 ist. Das heißt, die Basisfunktionen hier und hier sind einfach ganz andere und deswegen gibt es da keinen Widerspruch. Sie können einerseits in Cosinus und Sinus entwickeln, andererseits in Sinus, ja, aber dann nehmen Sie nur hochfrequentere Cosinus und Sinus. Das erwähne ich deshalb, weil diese Entwicklung sehr, sehr praktisch sein kann. Nämlich dann, wenn Sie haben wollen, dass Ihre Ansatzfunktionen alle die Randbedingungen einhalten. Ja, Sie haben eine Kurve, so habe ich die jetzt auch eingezeichnet, diese Drei-Berge-Kurve, die hat eben links und rechts den Wert 0. Und vielleicht wollen Sie, da komme ich eigentlich wieder gedanklich, bin ich wieder bei der Schwingung der Seite, bei der Wellengleichung, wo Sie jetzt ansetzen wollen mit lauter Funktionen, die die Randbedingungen erfüllen, dass die Seite am Rand eingespannt ist, dann können Sie jetzt, also alle Ansatzfunktionen, zwei sind ja hier eingezeichnet, das sind die Sinuswellen, die zweite Sinuswelle habe ich nicht eingezeichnet, weil die hier auch dabei wäre, die dritte ist aber eingezeichnet. Sie können es so in Basisfunktionen entwickeln, dass diese Basisfunktionen alle die Randwerte erfüllen. Und das kann eben auch ein großer Vorteil sein, wenn Sie so entwickeln. Ja? Also, was ich hier am Schluss erzählt habe, war die Message nur, ja, mit Fourierreihen können Sie eine beliebige Funktion in Cosinus und Sinus entwickeln, stimmt. Aber, aufgemerkt, wenn Sie unbedingt Ihre Funktion nur in Sinus entwickeln wollen, bereit sind, solche halben Bögen auch mitzunehmen, also die dürfen dann nicht alle periodisch sein, also Sie lassen die Freiheit, dass sie nicht periodisch sind, aber wenn Sie die periodisch fortsetzen, dann ist sie nicht glatt, das meine ich damit jetzt. Aber die haben alle die Randwerte 0. Also wenn Sie bereit sind, diese Sinusbögen mitzunehmen, dann können Sie auch jede Funktion, jede, ja, dieses asymmetrisch werden, das ist nur durch die Spiegelung geguckt, jede Funktion können Sie auch in Sinus entwickeln. Und wenn Sie dann später, was ich sehr hoffe, partielle Differentialgleichungen machen, dann sehen Sie nochmal einen abstrakten Hintergrund davon, das ist nämlich, diese Sinusfunktionen sind die Eigenfunktion des Laplace-Operators auf dem Intervall 0 Pi. Und in Eigenfunktion des Laplace-Operators kann man immer entwickeln. Das ist ein abstrakter Satz. Und den sehen wir hier sozusagen in den Fourier-Reihen, wenn wir so mit der Funktion arbeiten. Gut, ich bin sicher, dass das Kapitel 11 länger geworden ist als 3 Zeitstunden. Mal schauen, wie viele es sind. Jedenfalls 11 ist erledigt, Fourier-Reihen haben wir gemacht. Und ich muss sagen, mir hat es jetzt Spaß gemacht. Ich habe die Fourier-Reihen ja bisher in dem Kurs immer im ersten Semester gemacht. Dann hatten wir aber L2 nicht zur Verfügung. Und dann möchte ich immer die Studierenden nicht mit der komplexen Zahlen zu sehr belasten. Diese ganzen Is und Quers und so, die sind da sehr anstrengend. Aber jetzt traue ich es ihnen eben leicht zu. Und dann kommt man da eigentlich schneller voran und kriegt schnell seine Resultate, wenn man so rechnet. Insofern hat mir das jetzt sehr gefallen. Gut, nächste Woche Kapitel 12.